Nein, nicht das Pad. Das Pad wollen wir nicht anknudeln. Du bist hier, um Untote zu jagen. Dann gehörst du sicher zu den Hitzköpfen, die unbedingt von der Palastwache die Paladin-Kampftechnik erlernen wollen. Stell dir das alles nicht so einfach vor. Durch das Erlernen irgendwelche Kampftechniken wirst du noch lange nicht zum Paladin. Genauso wenig wie durch irgendwelche Titel oder deine Ausrüstung. Ich bin nur ein alter Mann, aber ich möchte dir alles als angehenden Paladin guten Rat mit auf den Weg geben. Zerschneide die Fesseln des Geistes, öffne das Visier, dass dein Blick einschränkt und erkenne den wahren Weg des Paladins. Außerdem habe ich eine Bitte an dich. Bring diesen Kristall zu Gardehauptmann Jenlins. Jenlins, wie auch immer. Dein Schwertkampfstil erinnert mich an einen Mann, den ich einst kannte. Du hast einen scharfen, aufgeweckten Blick, mit dem du die Wahrheit zu erkennen vermagst. Ich glaube, du wirst einen prächtigen Paladin abgeben. Stelle deinen Geist, vervollkomme deine Tugend und streite für das Wohl Eoseas. Bye. Au revidaci. Au revoir. Juhu, und wieder zurück, Marsch. 1 Stunde für Pleasant Quest. Nett. Eine ganze Stunde. Besiegen Sie Untoten bei der Feuerschale südlich von Klein Alamigo. Da stand so ein Rathalofen. No. Schon wieder? Im südlichen Tanalan. Äschere Ihre Leichen ein und bringen mir die Asche als Beweis für ich wollte gerade was anderes vorlesen. Du hast die Untoten also erledigt. Hervorragend. Damit hast du eindeutig dein Können unter Beweis gestellt. Zur Belohnung werde ich dir die erste Kampftechnik beibringen. Lern schnell. Bei deinem Geschick wirst du die Kampftechnik schnell perfektionieren. Hiermit ernenne ich dich zu einem freien Paladin. Trage diesen Titel mit Würde. Ein freier Paladin hat keinen Herrn, sondern reist auf eigene Faust durch die Welt, um den Schwachen zu helfen. Du bist also nicht an einen Herrn gebunden, sondern nur deinen eigenen Idealen verpflichtet. Du bist eine edle unter den Abenteurern. Hier, nimm diesen Paladin-Kristall. Er soll dich von nun an auf deinem Weg begleiten. Der Kristall birgt die Erinnerung berühmter Paladine aus vergangenen Tagen und stellt damit eine unschätzbare Inspirationsquelle für junge angehende Paladine dar. Wie bitte? Du hast bereits durch einen Kristall? Du hast ihn von einem fremden Paladin bekommen und sollst ihn mir bringen? Sag mal her. Zeig mir nochmal den Kristall, den der fremde Paladin dir gegeben hat. Ja, würde ich ja gern, wenn du mich ständig unterbrechen würdest. Dieser Mistkerl. Da geht mir doch der Hut hoch. Das ist tatsächlich ein Paladin-Kristall, doch er wurde von der Palastwache geraubt. Der alte Paladin, der diesen Kristall gab, ist ein Deserteur aus unseren Reihen. Dieser elende Verräter hat seinen heiligen Eid gegenüber dem Sultanat gebrochen und die Ehre der Palastwache mit Füßen getreten. Was fällt diesem Wicht ein, große Reden über uns Paladine zu schwingen? Paladin-Kristalle werden ausschließlich vom Gardehauptmann an würdige Personen im Dienst der Palastwache vergeben. Dass dieser Kerl, der den Kristall einfach so gegeben hat, ist ein schwerer Verstoß gegen das Protokoll. Damit hat er die Palastwache und auch dich beleidigt. Diesen Kristall werde ich vorsichtshalber in Verwahrung nehmen. Du hingegen darfst nur den Kristall verwenden, den ich dir gegeben habe. Eine Abenteurerin wie du kann das vielleicht nicht so recht nachvollziehen, aber wir müssen nun mal unserer Tradition und Werte in Ehren halten. Doch in letzter Zeit mangelt es sogar innerhalb der Armee an dem nötigen Respekt. Wenn das so weitergeht, wird das Reich zugrunde gehen. Daher sehe ich meine Ernennung zum Gardehauptmann der Palastwache als Schicksalsaufgabe. Ich habe dem Sultanat treu geschworen und werde alles daran setzen, meine Pflicht zu erfüllen und die Ehre der Palastwache wiederherzustellen. Du kannst mir dabei helfen. Schließlich bist du nicht nur geschickt mit dem Schwert, sondern hast sogar den Verräter zu Gesicht bekommen.
was genau der richtige, um ihn dingfest zu machen. Der Einsatz muss unter allen Umständen Erfolg haben. Daher müssen wir ihn sorgfältig planen. Eine Niederlage kommt nicht in Frage. Halte dich bereit, junger Paladin, und trainiere weiter mit dem Schwert. Du wirst es bald brauchen. Boah. Wie viel wollen sie hintereinander lesen? Ja. So. Wann auch immer ich noch meinen Selbsterhaltungstrieb brauche. So. Dann jetzt einmal kurz nach Limsa. Ich weiß halt immer nicht, wann ich was brauche beim Dienst. Aber mal gucken. Das kriegen wir hin. Hallo Kitty. Oh, ich brauche Wertmarken. So, ich muss einmal kurz nach Dingens. Okay, ja. Einmal kurz nach Gridania. Muss Wertmarken holen. Dringend. Ja, lieber Kader, ganz treu, doof und wartet brav. No. Ja. Ich auch. Ich war drauf, dass ich endlich ihn hier sehen, die machen kann. Was aber wahrscheinlich noch Ewigkeiten dauert. Wobei ich glaube, ich mit dem Gladi keine Nebenquest mehr mache. Nicht, weil ich nicht will. Mal. Ohrring brauche ich eh nicht. So viel Mist eigentlich. Das meiste kriege ich durch die Indies dann eh wieder rein. Okay.
Das meiste kriege ich eh rein. Okay, könnte ich zwar, mache ich aber nicht. Okay. Dann schicke ich den einen jetzt noch los. Gut, also nach dem Paladin werde ich auf jeden Fall den Taumaturgen machen. Dann habe ich die Drecksklasse auch endlich weg. Huch. Hauptquest. Also Nebenquests ignoriere ich, mache ich dann mit den anderen Klassen. Kümmere mich jetzt nur um Hauptquest. So schwer ist es, wie es mir fällt. Weil ich eigentlich gerade voll in dem Bereich bin, aber egal. Oder? Mal gucken. Erstmal Hauptstory. Huch. Die Aufträge des Meisters Shichiruchu sind von hoher Gefährlichkeit. Und der Meister voll hoher einer Enttäuschung im Falle, dass es nicht gelingt zu schützen, muss ich zuerst seine Tauglichkeit prüfen. Letzte Zeit leiden die Küstenregionen an einer Ballonlückenplage. Die Schädlinge sind aus den westlichen Gefilden eingewandert und fressen Fischleich. Das ist unsere Fischzucht gefährdet. Sie lassen sich aber gut jagen, indem man sie mit gemästeten Heringen anlockt. Man muss sie nur in Küstennähe auslegen. Bring mir das Nöckbein als Beweis, dass du auch wirklich welche erlegt hast. Viel Erfolg! Das Schlimmste ist, ich bin mittlerweile nicht mehr sicher, wie lange ich noch wach bleibe. Huch. Hast du mir ein Nöckbein mitgebracht? Dann lass mal sehen. Sehr gut, du scheinst dich auszukennen mit der Monsterjagd. Dann wollen wir mal zur eigentlichen Aufgabe schreiten. Die ist natürlich nicht so einfach. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir die Nebenquests auslösen. Also,
Also, es geht um Folgendes. Meister Jijurucho bekommt Besuch von einer wichtigen Persönlichkeit. Zu deren Ehren plant er, einen besonderen Empfang zu geben, mit einem besonderen Mahl. Der Meister möchte seinem Gast die drei Köstlichkeiten Eoseas auftischen. Bestimmt hast du schon mal von diesen besonderen wohlschmeckenden Zutaten gehört. Rat mal, was deine Aufgabe ist. Nein, kein Testessen. Du sollst die Köstlichkeiten sammeln. Außerdem brauchen wir den passenden Wein, um die exquisiten Speisen auch passend abzurunden. Kein billiger Fusel, versteht sich. Ich habe in allen Gebieten Untergebene, die dir bei der Suche helfen werden. Geh zuerst nach Camp Seenruh und sprich mit Landenel. Er hat früher unter mir gedient. Für eine todesmutige Abenteurerin, die das Geschick Eoseas in den Händen hält, ist diese Einkaufsbumme sicher ein Kinderspiel. Also, genieß die Reise. Wer weiß, vielleicht ist es deine letzte Verschlaufspause. Ich mach mal ganz kurz die Heizung aus. Ich habe mal die Heizung aus und die Tür aufgemacht. Zumindest so einen kleinen Spalt. Weil es ist doch echt warm. Mittlerweile. Vorhin wollte die Heizung halt gar nicht angehen und jetzt ist es zu warm. Geht gleich weiter. Sehr gegrüßt, Amdörn. Was kann das Klagegement für dich tun? Ach, du bist für Meister Jijurucho auf der Suche nach den drei Köstlichkeiten Eoseas. Ein hehres Unterfangen. Ich bin froh, dir helfen zu können. Seenruh ist für das Adamantai-Mai-Ei bekannt. Oh, gekocht oder gebraten. Etwas Besseres hat dein Gaumen noch nicht berührt. Du solltest vielleicht doch noch wissen, dass du diese Köstlichkeit dem brutalen, abscheulichen Riesen-Adamantheimer entreißen musst, die zahllosen Abenteurer bei dem Versuch ihr Leben gelassen haben. Aber lass dich deswegen nicht davon abbringen, dem großen Meister Jijurucho eine Freude zu machen. Nun erwarte nicht, dass ich dich bei diesem törichten Unterfangen begleite. Shop-Auftrag, aber nein. Einfach nein. Oh, hallo. Wir kennen uns noch nicht, oder? Von Landenel, Pionier des Klageregiments. Richtig, ich habe im Heer der Helden gedient. Nachdem es aufgelöst wurde, bin ich nach Gedaine zurückgekehrt. Bin nun im Klageregiment. Die Tatsache, dass ich im Heer der Helden gedient habe, behalte ich normalerweise lieber für mich. Ich bin ein bescheidener Elesen und möchte mich einfach nur gut in das Klageregiment einfügen. Du bist also auf der Suche nach dem Adamantai-Mai-Ei. Mit dem Adamantai-Mai ist nicht zu spaßen. Brutales Monster ist das. Und alles und jeden, der sich seinen Eiern nähert, greift es rücksichtslos an. Na, so wie eine Mutter ihre Kinder verteidigt, eben. Das Klageregiment hat vorsichtshalber die Wachen verstärkt, damit sich niemand diesem gefährlichen Monster nähert. Auch Abenteuern ist der Zutritt eigentlich strengstens untersagt. Allerdings, just bevor du gekommen bist, ist irgendein garstiges Biest auf den unteren Pfaden gesichtet worden. Das hat dem ansonsten recht ruhigen Wachdienst ein jähes Ende bereitet. Gerade sind besagte Wachen also auf Monsterjagd, anstatt ihren Pflichten als Eisschütze nachzukommen. Es ist völlig unbewacht. Und das bedeutet folglich, dass du gänzlich freie Hand hast.
Du findest ein Adamantheimer-Ei im Nordosten des Wurzelmoors. Sei jedoch gewarnt, dass es auch noch andere auf das Ei abgesehen haben. Aber mit denen wirst du schon fertig werden. Oh, du, dass ich... Wenn ich gleich im Halbschiff der Instanz... Mal gucken. Das Problem ist, ich bin jetzt schon bald am Einschlafen. Ich will gerade mal... Das kurz. Echt? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Ich will gerade mal was nachgucken. Und zwar. Das hier, ja, das ist hier. Bei welcher bin ich? Da. Vier Quests sind's, ne? Hören auch die Augen zu. Okay. Vier Quests wären es eigentlich noch, aber ich habe eigentlich im Kopf, dass die noch alle recht lange dauern. Die Quests sind keine kurzen, leider. Also die hier, ja, aber die in der Wüste ist, glaube ich, recht lang. Wenn du tun was aus Leben, das kann dauern bis dahin. Schau, wie oft das hast du tun. Ja, wahrscheinlich. Ja, ansonsten machen wir das wirklich beim nächsten Mal. Und so eilig habe ich es dann ja auch nicht. Wir wollen das ja alles auch in Ruhe machen. Weil dann würde ich wahrscheinlich jetzt noch eine Viertelstunde machen ungefähr. Dann in Ruhe meinen Wein austrinken. Und jo. Sehen wir, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich nicht weit. Wann wollten wir dann machen? 20, 21 Uhr hatte ich gesagt, ne? Ich glaube, der Hund ist gerade verwirrt, weil ich die Tür offen habe und er mich reden hört. Was ist los? Du kehrst doch nicht etwa mit leeren Händen zurück? Nö. Okay. Juppie. Hi, hast du es also wirklich geschafft? Grandios! Ich werde das Ei an Wastecat schicken lassen. Gut verpackt natürlich. Gratuliere, du hast die erste der drei Köstlichkeiten gefunden. Für die nächste solltest du zur vergessenen Oase in Südtalerland reisen. Sprich dort mit Udnun. Er hat früher auch im Heer der Helden gekämpft. Yay. Schmeiß. Lass am Anfang die random Indie machen. Indem man dann, bekommt. Ja, gut, aber ich will ja eigentlich durchquesten. Also eigentlich. Theoretisch. Ich will ja keine random Indie machen. Ich will ja nicht in irgendeine Indie reinkommen, die in irgendeinem anderen Inhalt ist. Also in irgendeinem anderen, ne, Story-Dingens ist. Ich will das ja so chronologisch, wie es geht. Bin ich ein bisschen eigen. Es war nicht, dass ich dann in, ja, in eins der älteren, neueren Inhalte reinkomme. Denn
Also. Meh. Du bist auf der Suche nach einer der drei Köstlichkeiten Eoseas. Ha, köstlich. Das hoffe ich. Aber ich hoffe halt auch eher aus dem Gebiet, wo wir dann gerade sind. Nicht aus irgendeinem anderen. Außer aus den Älteren. Aus den anderen geht's auch noch. Dem, wo wir schon waren. Aber ich hoffe nicht aus einem, wo wir noch nicht drin waren. Also aus den, so aus dem Gebiet. Wenn du verstehst, was ich meine. Wir sind ja, oder ich bin ja gerade noch in den Wäldern von Terracor? Terracor? Wie heißen die Dinger? Der Wald. Jetzt nur noch der Wald. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum ich dir dabei helfen sollte. Versuch's doch mal alleine. Und jetzt lass mich in Ruhe. What? Ich weiß nie, in welchem Gebiet es ist. Ja, deswegen. Wenn es jetzt, ich sag jetzt mal, aus dem letzten Gebiet ist in Burning Crusade, dann wäre das halt vorweggenommen, ne? Oder aus einem der späteren Gebiete. Das wäre halt auch doof. Wäre das nicht mehr chronologisch? Da habe ich einen inneren Monk. Da habe ich einen inneren Monk, der mich davon abhält, das zu tun. Aber wenn ich weiß, das ist ein älterer Inhalt, dann. Oder ein späterer Inhalt, dann. Ja, da würden dann die Alarmglocken. Dann muss ich alles auf stumm schalten. Damit ich ja nichts mitkriege. Das ist für einen Stream doof, glaube ich. Hast du eine Ahnung, Kitty? Als DD-Bro-Streamer-Heiler. Du willst nicht wissen, wie oft ich allein in WoW gestorben bin, weil ich keinen Heiler hatte. Ich bin. Ohne Witz, ich bin halt, wenn Dufte nicht gerade da ist, ich bin die Person, die durchrennt, 30 Gegner hinter sich hat und sich dann wundert, oh, warum bin ich tot? Ejo. Ich bin schneller tot, als ich gucken kann. Ich spiel kein Tank. Außerdem müsste ich dann ja wieder von vorne anfangen. Spiel die Idee. Ich spiel doch den Jäger. Der Jäger kann nicht tanken. Nicht, dass ich wüsste. Dufte hat kein Abo, meine ich. Duftes Abo ist ausgelaufen. Wir sind zu zweit. Sein Duft hat doch erneuert. Du bist hier immer noch da. Du hast also ein Ei der Taimai ergattert. Dann bist du vielleicht nicht ganz so unfähig, wie du aussiehst. Unter Umständen bist du sogar zu etwas Nutze. Ich bin der Drakonstamms. Der Häuptling in Eoseisch. Im Drakonstamm legen wir nicht viel Wert darauf, wie viel Mühe sich jemand gibt. Hier zählt nur, was du wirklich kannst und leistest. Ich bin dem Heer der Helden beigetreten, weil ich mit den Besten der Besten kämpfen und mein Können unter Beweis stellen wollte. Bin ich auch um einen weiteren Monat... Hier, irgendwie habe ich gerade Fun. Also ich kann tatsächlich nicht abonnieren. Nächsten Monat. Bei mir ist out of order. Da ist erstmal nichts. Dadurch, dass ich direkt am 3. 80 Tacken an Rechnungen habe, die ich zahlen muss. Yeah, nein. Das sieht leider eher weniger danach aus, dass ich abonnieren kann. Deswegen, ich kann leider nächsten Monat nicht. Ich glaube auch nicht, dass, wobei, es könnte knapp werden mit der Twitch-Auszahlung. Es könnte halt einfach knapp werden. Sind halt. Ja, es wird sehr knapp. Ja, es wird sehr knapp. In unserer Gesellschaft steht oben, wer am meisten leistet, nicht wer die meisten Gil oder die meisten Freunde hat. Nur ein Anführer, der die Dinge selber anpackt, kann so Untergebenen inspirieren. Aber genug der Vorrede. Du bist hier, um einen der Köstlichkeiten Eoseas zu finden. Dann musst du mir erst einmal beweisen, was du zu leisten in der Lage bist. Um das zu beweisen, musst du gegen einen intelligenten Gegner antreten, die Amelja. Und zwar gegen Steinstachel Tanatgar. Lege die blutigen
Squeeze-Samen in der Wüste ab und warte, bis Steinstachel Zenadgar erscheint. Die Amajar sind bekannt dafür, niemals eine Waffe zurückzulassen. Am besten überfällst du Steinstachel Zenadgar aus dem Hinterhalt. Besiege ihn und bring mir seine geschmacklose Halskette. Wenn dir das gelingt, weiß ich, dass du das Zeug zur Drakonkriegerin hast. Dann helfe ich dir auch, an die nächste Köstlichkeit zu kommen. Huch. Spätestens am 29. kommt erstmal wieder Prime-Abo reingeflattert. Ja, gut. Das wäre dann halt eines. Sag mal so, da fehlt noch leider ein bisschen was, dass die Auszahlung kommt. Ich sag das ja selten, aber da fehlt leider trotzdem noch ein bisschen was. Deswegen, ja. Mal gucken. Huch, das war dumm. Egal, jetzt habe ich mein Hai. Das ist auch gut. Cyberpunk habe ich auch noch irgendwo auf meiner Festplatte rumflattern. Habe ich mir damals auch gekauft zur Release und ja, ich habe sehr weit gespielt. Sehr weit nicht gespielt. Es gibt so vieles, was ich spielen will. Einfach nicht Zeit und die Möglichkeit gerade. So. Ich herrsche mit 2 Legend of Nashville mit 2. Irgendwann hat jemand angefangen. Mal anfangen, weil ich wieder raus bin. Ja, ähnlich wie bei mir. Also ich müsste es halt auch nochmal neu anfangen. Aber würde es wahrscheinlich, wenn, erst im Stream spielen irgendwann mal. Wenn es dazu mal kommen sollte. Wenn überhaupt die Lust besteht. Mal gucken. Ich gebe jetzt diese Quest noch ab. Dann mache ich Feierabend. Es zerreißt mich dezent. Ich glaube, es sind da noch 2 Quests, die ich dann bis zum nächsten Mal machen muss. Zwei Questchen. Ich habe jetzt 12 Leute zusammen für mein Projekt. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bring mir die geschmacklose Halskette des Amajar, dann weiß ich, dass du das Zeug zum Drakonkrieger hast. Bin noch nicht zu 100% sicher, wenn alle zu sagen, kann die Planung beginnen. Ja, sehr geil. Den drücke ich dir die Daumen. Hast du Steinstarre Zenadgar besiegt? Kamst du gut mit dem Lähmungsgift zurück, das ich dir gegeben habe? Es gehört zur Standardausrüstung aller Drakonkrieger. Ich habe es gar nicht gebraucht. Ich habe dir keinen Lähmungsgift gegeben. Achso, hat er auch gar nicht. Tatsache, hier steht es ja noch. Das wollte ich dir doch geben. Heißt das etwa, du hast Steinstarre Zenadgar ohne? Unglaublich. Du hast ja faustdick hinter den Ohren. Beeindruckt. Willkommen im Kreis der Drakonkrieger. Danke. Jo. Okay. Oh, die Zenz zerreißt es mich. Ich gehe mal von aus, dass wir Sonntag weitermachen. Ich glaube es. Vermute es einfach mal. Es wäre möglich.
Muss ich aber einmal. Ich weiß auch noch nicht, wie die Planung am Sonntag aussieht. Ja. Okay. Ich habe jetzt leider nicht ganz so viel zur Auswahl. Aber ich schicke euch einfach zu Hobi. Ist zwar nicht ganz so mein Spiel, was er da gerade spielt. Aber egal. Jo. Thank you.